Die A61. Hier kontrollieren Stefan Trapp und Jelle Ackermann von der Schwerlastkontrollgruppe der Verkehrsdirektion Mainz. Ja, ich habe das nur in der Vorbeifahrt gesehen, wie der eine Sattelzug den anderen da überholt hat. Und der war im vorderen Bereich, wieder so ging der Trailer wieder ein Stückchen nach oben. Wir werden mal gucken, ob der gegebenenfalls ein bisschen zu hoch ist im vorderen Bereich. Oder was da, warum sich der Auflieger so verbiegt in sich. Der war's ja, nicht. Sieht so aus, ja. Ja. Biegt sich durch. Ja, ja. Das kann daran liegen, dass da eine schwere Ladung drin liegt. Und die quasi aufgrund der Lastenverteilung halt so in dem Auflieger liegt, dass die quasi in dem Bereich halt runterdrückt, sodass sich der Trailer an sich in sich verzieht. Dass er quasi hinten und vorne halt hochkommt. Deswegen müssen wir mal gucken, was er überhaupt geladen hat, wie er geladen hat. Muss ich abschätzen? Ja, ja, mach das. Polizeikontrolle, wollen sprechen Sie Deutsch? Okay. Police Control, Truck Trailer Documents, CMR, License for Transportation, Driver Card. Wir lassen uns jetzt mal die Papiere geben, die Frachtunterlagen, seine persönlichen Papiere wie Führerschein, seine Berufskraftfahrerqualifikation. Jetzt gibt er mir gleich noch seine Fahrerkarte, wo seine persönlichen Fahrtätigkeiten drauf sind. Und nebenbei habe ich schon mal geguckt, ob das Gerät rechtzeitig kalibriert worden ist. Gleich gucken wir mal nach der Höhe und wie die Ladung drin gesichert ist. Schauen wir mal. Da waren die Probleme. Okay. Wann? Stau, okay. Yesterday. Mhm, okay. Fahren 4 Uhr und 50 Minuten. Okay. Ich gucke. Ja. Okay. Gut. Einmal hinten öffnen. Das stimmt. Schon viele gute drauf. Ja, das sind relativ schwere Stahlträger, würde ich sagen, die er hier geladen hat. Aufgrund dessen, dass sie halt rund sind, relativ schwer zu sichern. Perfekt wäre es, wenn er quasi hier eine künstliche Bordwand eingebaut hätte, dass sozusagen ein Formschluss nach hinten entsteht, dass da nicht groß Schwung durch die Rohre entwickelt können, dass die nach hinten durchstoßen. Allerdings ist es mit sehr, sehr vielen Spanngurten und die Spanngurte sind richtig festgezurrt, ist das so auch in Ordnung in Bezug auf die Ladungssicherung. Wir werden ihn gleich allerdings auf jeden Fall nochmal über die Waage fahren, weil, wie gesagt, ich glaube laut dem CMR, also laut den Frachtpapieren, sind es 24,7 Tonnen. Und da müssen wir mal schauen, ob das auch tatsächlich der Fall ist oder ob wir da ein bisschen drüber sind. Und dann werden wir relativ schnell auch im Bereich der Überladung. Das ist im Prinzip so wie wir auf der Anfahrt schon festgestellt haben, dass das aufgrund der Ladung sich eventuell der LKW ein bisschen durchbiegt. Weil er jetzt das ganze Hauptgewicht halt, sag ich mal, zwischen der zweiten Achse und der dritten Achse sich befindet. Soll ich einen Download machen? Ja, kannst du. Willst du vermessen? Soll ich vermessen? Mir ist das wurscht. So, also wir haben jetzt hier den Höhenmesser. Kann man so ausfahren. Hier oben ist so ein Schnabel dran, den legen wir oben aufs Dach drauf. Die Fahrzeughöhe darf maximal 4 Meter betragen. Und das Gerät wird auch regelmäßig geeicht, sodass da die Zentimeteranzahlen auch stimmen. Und jetzt werden wir mal schauen, ob wir da tatsächlich im Bereich von 4 Meter sind oder ob wir darüber sind. Dann werden wir im Bereich einer Ordnungswidrigkeit. Und ich werde in der Zwischenzeit mal einen Download machen. Ja.
Also sind wir genau im Bereich von 4 Metern. Somit ist hier die Maximalhöhe für diesen Transport zwar ausgereizt, aber alles im erlaubten Rahmen. Ich werde jetzt gerade noch mal hinten checken. Und wenn sich das genauso darstellt, dann ist zumindest mal in Bezug auf die Höhe gar nicht zu beanstanden. Timo Eifler ist ausgebildeter Kfz-Meister. Er kontrolliert den Zustand des Aufliegers. Wie sieht's hier aus? Ja, man sieht, der ist oft schon hier geschweißt worden. An den Zwischenträger, an dem Hilfsrahmen. Und er ist sehr verrostet. Mit dem Espraton wird man mal ohne drunter rollen. Ja. Wird von unten angucken. Ja. Um sicher zu gehen, dass der Rahmen nicht gerissen ist oder dass da nichts Schlimmeres ist. Kamera hast du? Ja, auf jeden Fall. Gut. Soll ich irgendwas angeben oder so? Hier hat er sich ein bisschen gelöst, Jelle. Ja. Das ist aber nicht weiter tragisch, das müssen wir notieren. Muss er reparieren lassen und nachweisen. Komm mal da hin. Hier sieht gut aus. Siehst du das da hinten im Eck? Wo? Oder ist das nur der Lack? Ja, hier diese ganzen Querträger. Aus dem Hammer? Die sind alle ziemlich verrostet. Hammer wäre vielleicht nicht schlecht, ja? Eine Nullchen. Okay. Hier sieht man nur Rost. Der Lack löst sich. Aber die Träger an sich sind fest. Das ist nicht so tragisch alles. So, ich würde jetzt nochmal Richtung Achse gehen. Es sieht verrostet aus, aber noch nicht so schlimm. Der Rahmen ist nicht gerissen. Stoßdämpfer sind fest, Anbauteile sind fest. Bremsen und Reifen sind okay. Aber er bekommt einen Mängelbericht. Und den Stoßdämpfer muss er erneuern lassen, auf jeden Fall. Ja. Oh ja. Danke. Bitte. Wenn durch ist er nicht, oder? Timo. Wir haben jede Menge Rost, aber der Rahmen ist okay. Die letzten beiden Stoßdämpfer sind beide kaputt. Die sind korrodiert. Aber der Rahmen ist soweit okay. Die Bremsen sind gut. Die Luftfederung ist gut. Um zu klären, ob die Stahlträger im Auflieger zu schwer sind, muss der rumänische Fahrer mit dem LKW über eine mobile Waage fahren. Dabei muss jede Achse einzeln auf die Waage. Okay, weiter. Stopp. So, was haben wir? Ja, also wir haben 37.450 Kilo. Das ist natürlich im optimalen Bereich von den 40 Tonnen, die er in Deutschland fahren darf. Die Achslasten sind auch alle soweit okay. Also von daher kann er jetzt noch dein Protokoll unterschreiben, das Straßenkontrollformular. Und von mir aus kann er dann weiterfahren. Es sei denn, du hast noch was. Timo hat, glaube ich, Mängelbericht. Ich schreibe ihm noch einen Mängelbericht, genau über die Stoßdämpfe und ein bisschen Korrosion und am Rahmen. Der Kollege hat ja jetzt ein paar technische Mängel festgestellt an dem Fahrzeug. Die schreibt er jetzt auf, dem gibt er den Fahrer mit. Den muss er dann zu Hause bei sich quasi in der Firma abgeben, dass die quasi repariert werden. Wir lassen uns immer dann von der Werkstatt, wo es gemacht worden ist, einen Bericht schicken, dass es auch gemacht worden ist. Ansonsten obliegt es letztendlich der Zulassungsstelle in dem Staat, wo das Fahrzeug zugelassen ist, geeignete Maßnahmen zu treffen. Ob die jetzt noch eine Ordnungswidrigkeit, ein Geld dann erheben oder gegebenenfalls das Fahrzeug nicht vorführen lassen oder so, da haben wir dann letztendlich keinen Einfluss darauf. Aber mit diesem Mängelbericht dokumentieren wir quasi diese Mängel und regen quasi an oder sorgen dafür, dass dann halt auch diese technischen Mängel wieder behoben werden. Dann gute Fahrt. Tschüss. Tschüss. Dieser LKW ist sicher und darf weiterfahren.
Jelle Ackermann und Stefan Trapp kontrollieren weiter auf der A61.